wie Tiere und Vögel die Welt wirklich sehen? Pferde. Es gibt einen Totenwinkel, in dem Pferde nichts sehen können, direkt vor ihrem Gesicht. Vögel. Wir sehen vielleicht nur ein Feld, doch ein Falke kann sich auf eine kleinste Maus konzentrieren. Stell dir vor, der kann einfach reinzoomen, auf entspannt. Ebenso sehen sie die Welt in Zeitlupe und können UV-Licht sehen. Geil. Boah, das ist heftig. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Genau, ich habe ein Video von dem Cousin letztes Mal, wie Tiere die Welt sehen, geht nur 4 Minuten. Das würde ich mir jetzt als erstes kurz reinziehen. Wie Tiere die Welt sehen. Wusstest du, dass Tauben eine bessere Sicht haben als wir? Tauben? Ich mag Tauben. Ich will mir eine Taube tätowieren lassen. Taubsi-Vibes. Hast du dich jemals gefragt, wie Tiere und Vögel die Welt wirklich sehen? Was sehen Fische, wenn sie uns anschauen? Dieses Video erklärt all dies bis... Wir sind doch im Wasser, wie sollen die uns anschauen? Wahrscheinlich irgendwie im Aquarium oder so. Das kleinste Detail. Schlangen. Die Sicht von Schlangen unterscheidet sich am meisten von unserer. Sie spüren thermale Signaturen. Durch die Infrarotrezeptoren an den Schnauzen... Digga, einfach Röntgen-Vibes, ja? ...manche Schlangen die abgestrahlte Wärme warmblütiger Säugetiere sehen. Auch im Dunkeln, gell? Kühe. Kühe sehen Farben nicht so deutlich wie der Mensch. Du hast wahrscheinlich noch nie davon gehört. Sie sehen die Welt in einem rot-orangen Farbschema. Oh shit, Alter. Krass. Kühe mögen es auch nicht. Die sehen keinen blauen Himmel und kein grünes Gras, oder was? Wenn man sich ihnen plötzlich nähert, denn alles erscheint ihnen viel größer als normal. Pferde. Es gibt einen Totenwinkel, in dem Pferde nichts sehen können, direkt vor ihrem Gesicht. Das liegt an der Platzierung ihrer Augen. Pferde sehen eben... Krass, überleg mal, die haben einfach so einen Strich drin, jo. Strich in Haut, Alter. Krass. Falls nicht so viele Farben wie wir. Ihre Welt besteht hauptsächlich aus Grau. Aber wie weiß man sowas? Oder das ist eine gute Frage, aber ich denke mal, die haben so ein Ding seziert. Also die haben die Tiere wahrscheinlich aufgeschnitten, ins Gehirn reingeguckt. Und da kann man vielleicht irgendwelche Verbindungen feststellen zwischen Auge und Gehirn und was dadurch passieren müsste eigentlich. Oder? Oder wie erklärt ihr euch das? Gelb- und Blautönen. Wir haben auch tote Winkel. Ja, aber nicht in der Mitte so, weißt du, wie ich meine? Ein Pferd hat tote Winkel einfach so in der Mitte. Wir haben tote Winkel links und rechts, glaube ich nur, oder? Und oben und unten. Fische. Fischaugen haben Ultraviolett-Rezeptoren und mehr achsensymmetrisches Glas als wir haben. Sie sehen die Welt in grünen, roten und blauen Farben, doch können Rot und Blau nicht sehen. Tiefseefische. Rot-Grün-Schwäche gibt es ja auch bei Menschen, ne? Hat einer von euch eine Rot-Grün-Schwäche? Können im Dunkeln leicht sehen. Haie hingegen können überhaupt nicht zwischen Farben unterscheiden, doch sie sehen viel deutlicher unter Wasser, als wir dies können. Vögel. Vögel haben etwas Ähnliches in ihrer Sicht. Anders als Menschen können Vögel UV-Licht sehen. Dank der Struktur ihrer... Digga, ich wäre gern mal ein Vogel. Für einen Tag oder so. Ich bin fasziniert von Vögeln. Die meine Story verfolgen, die wissen, ich filme immer irgendwelche Vögel. Ich feiere die irgendwie. Ich mag das auch, die zu beobachten. Generell Tiere beobachten, aber Vögel so... Auch wie die fliegen. So, da gucke ich immer... Letztens ist ich weiß gar nicht, was das für ein Vogel war, an meinem Fenster so vorbeigeflogen und hat so mit den Flügeln geschlagen und ich denke so, krass, guck mal, der einfach voll am Swerven so. Schon wild. Augen können sie sich auf bestimmte Orte fokussieren. Raubvögel wie Falken und Adler können bis zu 1,5 Kilometer weit sehen. Wir sehen vielleicht nur ein Feld, doch ein Falke kann sich auf eine kleinste Maus konzentrieren. Krass, das ist krass. Stell dir vor, der kann einfach reinzoomen. Auf entspannt. Auch eine Taube verfügt über eine einzigartige Sicht. Sie können all die kleinen Details sehen. Wir sehen vielleicht nur eine Straße, doch eine Taube kann zwischen den kleinsten Rissen unterscheiden. Ihre Sicht entspricht einem Vergrößerungsglas. Wow. Spatzen sehen die Welt wortwörtlich durch eine rosarote Brille. Sie können aufgrund Spatzi-Vibes der Struktur ihrer Augen nicht zwischen grünen und blauen Farben unterscheiden. Insekten. Fliegen verfügen über tausende individueller Sichtrezeptoren. Die haben so ganz viele Augen, oder?
Sensoren, die gemeinsam ein breites Sichtfeld erzeugen. Ebenso sehen sie die Welt in Zeitlupe und können UV-Licht sehen. Ein anderes Insekt, die Biene, verfügt ebenfalls über eine ungewöhnliche Sicht. Es ist eine überraschende Tatsache, aber Bienen können rote Farbe überhaupt nicht unterscheiden. Für sie scheint die rote Farbe dunkelblau zu sein. Und die Frage ist jetzt, wenn das so ist, was ist dann dunkelblau für die? Quietschen it, man. Das Sichtfeld von Ratten ist recht verschwommen und sie können rot nicht sehen. Ebenso sehen sie die Welt in Zeitlupe. Jedes Auge bewegt sich unabhängig, sodass sie zwei Bilder von der Welt haben können. Geil. Boah, das ist heftig. Katzen. Katzen können nicht zwischen Rot- und Grünton unterscheiden und ihre Welt besteht aus braunen, gelben und blauen Farben. Das Sichtfeld einer Katze ist breiter als... Keine Sättigung, die Jungs. Bisschen Sättigung hochschrauben, Jungs. Mädels. ...sodass sie seitlich mehr sehen können. Katzen sehen im Dunkeln jedoch 6-mal besser als wir. Ihre Pupillen können sich auf jede Beleuchtung anpassen. Hunde. Hunde können keine roten und orangenen Farben sehen, doch sie sehen blau und violett sehr deutlich, ebenso wie UV-Licht. Zudem können sie zwischen 40 Grautönen unterscheiden. Frösche. Frösche können nur bewegende Gegenstände bemerken. Sie können zu Tode im Überfluss am Essen wörtlich hungern, sollte sich das... Die können nur bewegende Bilder sehen? Frösche. Frösche können nur bewegende Gegenstände bemerken. Sie können zu Tode im Überfluss am Essen wörtlich hungern, sollte sich das Essen nicht bewegen. Frösche können sich auf bestimmte Dinge konzentrieren, sodass sie das ausblenden, was sie nicht brauchen, zum Beispiel Schatten. Chamäleons. Die Augen von Chamäleons können in verschiedene Richtungen unabhängig rotieren, sodass sie ein 360-Grad-Blickfeld haben. Sie sehen zwei Bilder zur gleichen Zeit. Einen in der Vorderseite und der andere hinten. Einfach 360, yo. Haben dich diese Fakten... Das ist schon geil. Ich hätte es geil gefunden, wenn er nochmal sagt, warum das so ist alles. Weißt du, wie ich meine? Das hat ja alles auch seine Gründe, warum das so ist. Beeindruckt? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Gebe diesem Video... Stark! Cooles Video. Ich weiß nicht mehr, wer war das nochmal gestern von euch, der das Video reingeschickt hat? Ich küsse dein Herz. Auf jeden Fall ein nices Video. Remind me later, man. Mm, 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 mm.